Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde der Sonne. Heute diesmal ein bisschen später dran, die Woche, aber ich hoffe trotzdem nicht zu spät und ihr freut euch trotzdem. Wir werden ein bisschen Quickplay spielen, mal was anderes machen als sonst. Und ich hoffe, wir haben was Gutes. Ich meine, ich hab tatsächlich auf der neuen Map schon ein, zwei Quickplay-Runden gemacht. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sogar eine, die war richtig, richtig gut. Wo ich im Nachhinein, ich habe das schon im Livestream erzählt, wo ich im Nachhinein festgestellt habe, dass ich es nicht aufgenommen habe. Hat mich richtig geärgert. Ich habe gedacht, die Aufnahme läuft, aber es lief nicht und das war super ärgerlich. Aber jetzt läuft die Aufnahme. Extra nochmal gecheckt. Und deswegen können wir loslegen. Dual Wielding ist gar nicht mein Ding. Lieber die Libelle, um ehrlich zu sein. Libelle Säbel, interessanter Start hier bei Seven Sisters. Wunderschöner Compound übrigens. Oben geht's auch schon rund. Moses oder direkt zum Pelican? Ich glaube, wir gehen zum Pelican Prison rüber, weil da gibt's ja potenziell zumindest zwei Clues zu holen. Das ist besser für uns. Ich überlege gerade, die Chaos-Pumpe irgendwo hinzuschmeißen, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Prison sieht doch richtig, richtig gut aus von da. Man kann hier runter droppen, einigermaßen schmerzfrei. Oh, ja. Wenn man auf die Holzstufe dazwischen landen würde, dann würde es einigermaßen schmerzfrei ablaufen. Aber mit drei großen Balken ist das alles im grünen Bereich. Groß muss er sein, man kennt's. Ich habe heute auch schon ein bisschen im Stream gespielt, was heißt ein bisschen 6 Stunden oder so. Und wir hatten sehr, sehr coole Runden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht heute wieder. War wieder ein geiler Livestream. Und ich dachte mir jetzt, bevor ich ins Bett gehe, mache ich noch eine Runde Wico Playo. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Wow. Damit ich vielleicht doch noch die Woche was für YouTube habe. Das wäre schon das Ziel, ja. Die Woche leider sehr viel zu tun gehabt. Gar nicht dazu gekommen, irgendwie mal nach dem Stream noch eine Runde zu spielen. Aber das machen wir ja jetzt. Der Hundestall ist links hinter uns. Irgendwo bei Moses wahrscheinlich. An die Compound-Namen muss ich mich auch immer noch gewöhnen. In den Kommentaren könnt ihr mir gerne reinschreiben, wie ihr die neueste Map, eine Map Nummer 3 des Cell findet. Würde mich sehr, sehr interessieren. Gerade über Vertikalität wurde ja viel gesprochen. Okay, da unten sind auch Hunde. Die einen finden es cool, die anderen finden es doof. Schreibt mir gerne einfach mal eure Meinung in die Kommentare rein. Das würde mich wirklich interessieren. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich glaube aber tatsächlich, dass man sich daran gewöhnt. Dass das, was viele am Anfang vielleicht für störend empfinden, gar nicht so schlimm ist. Weil man sich an die Vertikalität auch einfach erst gewöhnen muss. Und wir haben schon festgestellt, jetzt in den 2 Wochen, wo wir die Map ausgiebig gespielt haben, dass es nicht so ist, dass das jetzt eine reine Schrotflinten-Map oder eine reine Sniper-Map ist, sondern es ist tatsächlich einfach eine gute Mischung. Man kann mit beiden Spielstilen, man kann mit allen Spielstilen nach wie vor Erfolge feiern. Egal, ob das jetzt Shotgun ist, ob das irgendwie Crossbow ist. Du kannst alles machen nach wie vor, ist gar kein Problem. Man hat teilweise große Sichtachsen, das ist schon richtig. Aber die hast du eben bei Map Nummer 1 und 2 auch. Stillwater Bayou und Lawson Delta gibt es genauso lange Sichtachsen. Das darf man nicht vergessen. So, was haben wir denn eigentlich jetzt? Moses Brawler, wollte ich schon sagen. Der wird auch ein ganz cooler Skinname. Lebel. Talon-Variante. Medikit. Großes Messer. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir den 4. Rift dicht gemacht. Dann wären wir sogar Wellspring Master. Shit, der ist da oben. Da kommt einer. Ohohohoho. Gut, da hatte ich ein bisschen Schützenhilfe. Schützenhilfe meine ich. Ja.
Uiuiui, jetzt kommt da hinten noch ein anderer Spieler. Ich werde ganz schnell versuchen, oder hört ganz auf meine Raben, Bellscreen zu nehmen, dann sind wir wieder full life. Und dann hier mal ganz kurz Deckung aufbauen. Was geht denn hier ab? Was zur Hölle? Freunde der Sonne, was ist hier los? Erstmal durchschnaufen, was ist denn hier los? Also die AI kickt gerade anders rein. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was dicht machen. Schrot finde ich wäre jetzt eigentlich ziemlich gut. Ein Exit würde ich gerne noch behalten. Positiv die Fallen aufstellen, denn da gibt es ja momentan leider einen kleinen Bug. Ja, den Wellspring würde ich ganz gerne mitnehmen. Wir machen ganz entspannt. Wie gesagt, neue Map. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich persönlich bin großer Fan davon. Sieht super cool aus, die neue Map. Macht auch Spaß. Aber immer nur die gleiche Map auf Dauer ist auch langweilig. Deswegen, Abwechslung ist Trumpf. Darum freue ich mich auch immer wieder, wenn man mal die alte spielen kann. Ist halt ein sehr, sehr enges Gebäude hier, ne? Da musst du halt schon aufpassen. Wenn da einer mit Schrotflinte kommt, dann wird's schwierig für mich. Bin ich realistisch. Trotzdem würde ich den Wellspring jetzt auch einfach mitnehmen, ganz ehrlich. Warum auch nicht? Wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei Forked River Fishery. Der ist halt überall PvP gerade. Lösen das mal aus. Kommt schon Kundschaft? Die Bonham Extended ist jetzt auch mal leer. Na, wir warten noch ein bisschen beim Rausgehen. Die Bonham Extended. Der hat alles gegeben, der Mann. Er müsste jetzt irgendwo unter uns sein. Oder ist er hier schon? Ja, der kommt jetzt hier in den Vorbereich hoch. Thank you.
Macht sie erstmal die Tür zu. Springt erstmal runter. Ja, da unten erwartet dich der Tod. Da kommt schon die Klapperschlange zu dir. Mir wirklich von allen Seiten. Versucht hier irgendwie auf mich zu schießen oder was? Nee, auf den Gegner, okay. Der checkt da die Darkseid. Die ist wirklich durch alle Fallen, oder was? Nee. Winnie Minnie. Winnie Minnie, Wisting Kitty. Adios, Muchacho Chinsky, Brother. Die Borna in Person? Ich denke schon, oder? Die Falle. Die Fallenaktion war auch gut. Machen wir was Dummes. Oh Mann, ich treffe jetzt gar nichts mehr. Geh wieder ein bisschen zurück. Hat sich geheilt. Wieder Hits. Adios, Muchacho Chinsky. Und damit würde ich sagen, war das doch eine ganz coole Solo-Runde, beziehungsweise Quick-Play-Runde. Ha! Ich bin am Schluss ein bisschen auf Risiko gegangen, weil ich einfach Lust hatte, das Ganze ein bisschen spektakulärer zu gestalten. Das ist mir, glaube ich, auch noch ganz gut gelungen und ein bisschen spannend noch gemacht am Ende. Und ich muss sagen, war eine coole Quick-Play-Runde auf jeden Fall. Und doch, die hat Spaß gemacht. Spielt ihr auch auf Quick-Play? Wenn ja, was ist eure Meinung zu Quick-Play? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ich spiele nicht so viel Quickplay, aber es ist dennoch ein cooler Modus, der das Ganze eigentlich ganz gut ergänzt. Und ab und zu macht es auch Laune und manchmal funktioniert es auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist immer sehr unterschiedlich, finde ich, bei Quickplay. Aber letzter Zeit, wenn ich Quickplay gespielt habe, lief es recht gut. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und immer episch bleiben. Bis dann. So, Ladies and Gentlemen, nachdem die zuletzt gespielte Quickplay-Runde von mir gerade ziemlich geil war, habe ich direkt nochmal Bock auf eine weitere. Und wir sind wieder in The Cell unterwegs. Ash Creek, Lumba. Im epischen Compound, wo auch der Greifenberg Easter Egg versteckt ist übrigens. Und hier startet also unsere epische Reise mit einer ganz Silencer-Pistole in der Hand. Und jede Menge guter Laune. Links von uns schon die Crane am Low Stone hier. Schauen wir mal. Letzte Runde war ziemlich cool.
hat gut funktioniert. Wellspring hatten wir jedenfalls dabei. Ich finde es generell immer einfacher, den, wenn man den Wellspring hat, finde ich es immer deutlich einfacher, auch den Wellspring dann mal zu behalten. Ja, ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Dadurch lohnt es sich, quick zu spielen und schnell zu spielen. Natürlich immer mit dem Risiko, dass man halt unterwegs irgendwie abgefangen wird oder so. Oha, One M Extended. Und, komm, wir übertreiben es mal völlig. Ich spiele mal was Dummes. Das wäre vernünftig. Da liegt was Vernünftiges. Wir spielen was Dummes. Let's go. Was Dummes, was aber auch Spaß machen kann. Sagen wir es einfach mal so. Und das ist eben auch so ein Punkt, warum ich den Leuten auch Quickplay ans Herz lege. Einfach mal drauf losziehen. Und nicht immer nur... Also, der Hauptreiz von Hunt Showdown ist ja die Spannung der Bounty Hunt, ja? Machen wir uns mal nichts vor. Quickplay bietet nicht die gleiche Spannung. Quickplay ist kein Ersatz oder so. Quickplay ist aber ein spaßiger Solo-Modus. Und so sollte man den auch spielen. Man sollte hier nicht unbedingt bei einem Clou oder bei einem Rift rumsitzen und versuchen, auf Kills zu gehen, nur um sich irgendwie seine KD hochzuspielen. Das bringt dir im Endeffekt nichts. Ja? Also du solltest hier tatsächlich einfach mal Spaß haben, einfach mal losziehen. Und wenn es gut geht, kriegst du den Wellspring und gewinnst den Bums sogar noch. Okay, der ist da links hinter uns. Und dann macht das auch Spaß. Ja? Dann macht das auch Spaß. Also immer wenn Leute mir erzählen, ah, Quickplay ist nicht so gut, läuft nicht so, und du redest so ein bisschen mit dem, dann kommt immer raus, dass sie irgendwie das ein bisschen zu sehr wie Bounty Hunt spielen. Ja, das kann man machen, ist aber halt nicht so effizient. Und am Ende des Tages sollte hier definitiv die Schnelligkeit im Vordergrund stehen. Das heißt ja auch Quickplay und nicht Slowplay. Und wenn man halt als erster die vier Dinger zusammen hat. Oh, Pelican River könnte man rübergehen. Hier selber manchmal noch so ein bisschen lost. Jetzt mal gucken. Ah ja, das ist da hinten. Hui! Oh, okay. Hier sind wir also. Alles klar. Und da macht das auch einfach riesig Spaß. Und dann darf man das auch nicht so ernst nehmen, wenn man mal drauf geht dabei, ja. Und außerdem spielt man auch mal andere Waffen oder so, die man halt sonst vielleicht gar nicht so oft spielt. Ich habe zum Beispiel im Quickplay festgestellt, was man auch mit der Winnie gute Kills machen kann. Ich habe auch im Quickplay, wo ich lange Zeit keine Winnie gemocht habe. Ich habe auch im Quickplay die Officer lieben gelernt. Die Nagant Officer. Ich habe die Waffe früher nicht viel gespielt. Mittlerweile gehört sie fast schon zu meinem Standardrepertoire. Das heißt fast schon. Ich spiele die wirklich super oft, weil die auch sehr, sehr stark ist. Und man kann hier einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen rausballern. Da kann man auch mal Dual Wielding spielen. Man muss sich nicht ärgern. Wenn es nichts bringt, bringt es nichts. Startet man eine neue Runde. Oder lässt es einfach gut sein. Und wenn man wirklich zu 100% fokussiert spielen will, dann macht man halt Bounty Hunt, ja. Trotzdem hat man ja auch hier sehr, sehr spannende Fights und Situationen, weil es ist ja immer noch ein Showdown. Okay, wir haben jetzt zwei Clues auf jeden Fall. Oder zwei Rifts, ich sage immer Clues. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir beide. Guck mal. Wäre natürlich schon ein Riesenglück tatsächlich. So viel Glück kann keiner haben. Wir müssen hoch nach Moses. Drüben war gerade eine Hive-Agro. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gegner sind. Noch ein Gegner dazu. Adios Muchacho Chine. Das war Nummer 1. Da drüben war noch mal einer. Aber da halten wir uns jetzt gar nicht lange auf. Wir wollen ja den Wellspring kriegen. Deshalb einfach weiter einfach durchziehen. Das ist eben so eine Situation. Natürlich gibt es diese Momente, wo du auch mal kurz stehen bleiben musst. Wo du auch mal kurz konzentriert, fokussiert spielen musst. Aber
Dann musst du dich halt auch dazu entscheiden, okay, gehen wir wieder weiter. Ich kann mir jetzt den Belagerungsfight geben mit dem Typen da. Ihn eventuell killen, ganz klar. Oder ich gehe einfach zum nächsten Rift, mach den Bums zu und krieg dann vielleicht sogar noch den Wellspring. Es ist schon auf 276 Punkte runter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders den Wellspring kriegt, ist schon ganz gut da. Normalerweise ist jetzt so das Zeitfenster, wo die Leute den Wellspring kriegen, so um die 270 Punkte. 300 gab es früher auch mal. Also 300 ist möglich, wenn du halt wirklich, ich sag mal, wirklich so ein Double Clue Compound bekommst. Ansonsten ist es eigentlich nicht möglich. Jetzt hat man noch das kurze Gefecht. Bei mir sind ein Haufen Leute, die wollen mich alle umbringen. Glücklicherweise allerdings nur Grunts. Ziemlich flott unterwegs. Ab ins Gemüse. Was, der ist da oben? Was ist denn das hier? Sag mal. Okay, haben wir Glück? Fragezeichen. Ja, haben wir. Dafür nicht. Ah ja, jetzt treffe ich ihn. Man muss nur oft genug daneben schießen. Alte Binsenweisheit. Dann trifft man auch mal was. Warte mal, die Dual-Wielding Bornheim tun wir weg. Dann nehmen wir uns die Romero dazu. So. Einfach mal alles daneben gesammelt. Und dann Headshot, man kennt's. Aber er hat auch nicht geschossen, ne? Er hat auch irgendwie keinen Bock gehabt, so. Er hat sich gedacht, so, du, lass mich mal. Ich lass dich mal schießen, hat er sich gedacht. Irgendwann ist das leer und dann schieße ich zurück. Oder so. Ich weiß jetzt nicht, was der Plan war. Aber okay, ich bin einfach mal zufrieden. Wir machen hier mal das Leuchten an. Er brennt so schön hier. Ich habe nicht wirklich was zum Verteidigen. Also machen wir auch noch die Öllache an. Brennt auch ein bisschen. Hinten schlurft einer rum. Hoffentlich bloß ein Grunt. Da haben wir noch eine kleine Falle dabei. Das Stahltor kriegen wir mit, wenn sie aufmachen. Oh, das war ja ein kurzes Vergnügen. Das hat die Öllache jetzt nicht entzündet. Was zur Hölle? Uah, davon schreit schon einer. Aber nicht vor Freude, sondern ich glaube, weil er gerade gestorben ist. Uah, schön dich zu sehen. Wäre auch komisch. Säbel merken wir uns. Greedy, greedy. Ah, der kommt da hinten an, okay. Greedy, greedy. Gleich kriege ich den Kopfschuss des Grauens. Oder er kriegt ihn. Oh, 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 oh. Not good, not good. Adios. Das war ziemlich sportlich von dem jungen Mann hier. Schöner Sprint. Gutes Lauftempo. Und gute Falle. Er hüpft da irgendwo rum. Wie Bugs Bunny. Bugs, is it you? Bono sieht das. Ach, wir sind jetzt nicht greedy. Wir lassen dem mal sein Ding da hinten machen. Muni?
Bisschen laut mit dem Feuer. Ich glaube, ne, mit dem Feuer, ob das so schlau war. I don't know. Der weiß jetzt, welches Loadout ich habe, so. Das hat er. Den Punkt hat er. Close the Kiste. Und that's about it, ladies and gentlemen. Ja, zwei coole Quickplay-Runden. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Also es lief perfekt nach Plan. das heißt, wir werden einfach die... Ich werde einfach die zwei Quickplay-Runden jetzt tatsächlich als Video für diese Woche nehmen. Ich weiß, ist nicht viel, ist auch nicht so cool wie eine normale Bounty Hunt, aber ich hatte einfach nicht die Zeit, jetzt groß zu spielen, die Woche nach dem Stream auch noch. Ich hoffe, ihr seid aber nicht böse. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder, oder ich werde auf jeden Fall alles tun, dass wir wieder eine schöne Bounty Hunt haben. Trotzdem fand die zwei Runden ganz unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch oder was auch immer, einen Kommentar. Wie auch immer, schlaft gut oder was auch immer. Ach, ihr schlaft ja jetzt gar nicht. Scheiß drauf. Immer episch bleiben, adios und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.